Herzlich willkommen bei der Linken. In Salamitaktik soll die deutsche Bevölkerung darauf vorbereitet werden, in den Kriegseinsatz in Afghanistan zu ziehen. Deutschland soll immer tiefer in diesen Krieg hineingezogen werden. Zur Diskussion steht gegenwärtig die Übernahme der Verantwortung für die schnelle Eingreiftruppe, die gegenwärtig bei den Norwegern liegt. Der norwegische Oberbefehlshaber hat ganz klar erklärt, die deutschen Soldaten müssen darauf eingestellt und vorbereitet werden, dass sie töten und getötet werden. Bislang redet die Bundesregierung darüber, dass es um Aufbauhilfe geht, um Stabilisierung der Verhältnisse, um Unterstützung der Regierung und so weiter und so fort. Sie ist nicht bereit, die Fakten klar auf den Tisch zu legen. Es geht um einen Kriegseinsatz, das hat unter anderem der Fraktionsvorsitzende der SPD gesagt. Und wir fordern klare Ansagen auch von der Bundesregierung. Wir haben als Linke dieses Thema im Bundestag eingebracht. Wir haben die Bundesregierung gefragt, was sie dort will, was das heißt, Verantwortung zu übernehmen für eine schnelle Eingreiftruppe in einem Kriegsgebiet. Nach wie vor redet sich die Bundesregierung heraus, obwohl wieder Bomben gefallen sind, obwohl wieder Tote, zivile Tote zu beklagen sind. Wir fordern, die Bundeswehr hat in Afghanistan nichts zu suchen. Die Bundeswehr muss raus aus Afghanistan. Und wir fordern eine Unterstützung der zivilen Hilfsorganisationen, den Aufbau einer Polizeistreitkraft, die wirklich in der Lage sein kann, im Land selbst für Sicherheit zu sorgen. Wir werden an diesem Thema dranbleiben. Wir werden auch in den nächsten Wochen die Bundesregierung zu diesem Thema befragen und sie herausfordern zu einer Position. Ein Antrag der Linksfraktion liegt inzwischen auf dem Tisch. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann schauen Sie einfach auf unseren Seiten vorbei. Vielen Dank.